Es ist alles angerichtet zum Spiel des Jahres zwischen dem KSV Hessen-Kassel und dem VfB Gießen. Und damit herzlich willkommen vom Pokalfinale hier aus dem Kasseler Au-Stadion. Und nachdem die Löwen wie in Wiesbaden so glorreich mit 1:0 aus dem Wettbewerb geschmissen haben, gucken wir mal, ob sie heute auch den Pokal in Kassel behalten können. Ja, Nico Perra, herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Hessen-Pokal und damit zum Erreichen der DFB-Pokal-Hauptrunde. Du hast es 1:0 gemacht. Ich denke, du kannst auf dich und die Mannschaft zufrieden sein. Ja, wir sind natürlich alle... Schön. Wir sind natürlich alle überglücklich, dass wir jetzt in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde stehen. Wir haben lange dafür hart gearbeitet, über 4 Runden uns reingeschmissen, 90 Minuten, 120 Minuten bis zum Ende. Und ich denke, wir haben es auch hoch verdient, dass wir jetzt den Hessen-Pokal gewonnen haben. Letztendlich hat es aber doch ziemlich spannend gemacht. Was war so schwer an Gießen? Warum war es so schwer, Gießen zu bespielen heute? Ja, es ist ein Finale. Ein Pokal hat sowieso immer seine eigenen Gesetze, wie es so schön heißt. Ja, wir sind eigentlich gut ins Spiel reingekommen, bis auf eine Konterchance, die wir zugelassen haben. Und dann, ja, ich glaube, wenn Becks das 3:0 macht mit dem Elfmeter, ist das Ding auch gegessen. Und dann können wir ruhiger die zweite Hälfte runterspielen. So wurde es natürlich nochmal eng, weil die natürlich mit vielen langen Bällen gespielt haben, einige Ochsen da drin haben. Aber ist scheißegal, jetzt haben wir das Ding gewonnen, das zählt. Ja, Enrico Gede, herzlichen Glückwunsch, Hessen-Pokalsieger. Überlegt man sich jetzt nicht, ob man noch eine Saison dranhängt, weil man noch mal DFB-Pokal spielen will? Na, in so einem Moment ist es halt einfach genießen. Ne? Also, das Thema ist für mich erledigt. Umso schöner ist es, dass wir so einen Abschied nochmal haben jetzt. Das Ding endlich mal nach Kassel geholt haben. Nächstes Jahr der Stadt so ein kleines Leckerli in der Sommervorbereitung zu präsentieren. Ja, perfekt. Für dich selber jetzt auch ein kleines Tränchen im Augenwinkel? Ja, maximal Freudentränen. Also wer mich kennt, der weiß, wenn ich einen Schluss gefasst habe, dann ist er da und der ist lange gereift. Und solche Momente nehme ich gerne mit noch. Die sind richtig schön fürs Herz, da zehrt man noch viele, viele Jahre von. Den Pokal nochmal hochhalten, das wolltest du gerne, dazu vor 6.100 Zuschauern, Flutlicht. Ich denke, das ist ein Abschied nach Maß. Absolut, also wie man heute gesehen hat, wie die Fans auch da sind bei solchen Events, das macht Vorgeschmack auf das, was nächstes Jahr dann vielleicht wieder kommen kann. Für mich persönlich natürlich. Also sind viele Leute hier mit uns mitfiebern, auch wenn es mal nicht so läuft. Und für uns als Mannschaft war es auch mal wichtig, da was zurückzugeben. Natürlich für uns, aber auch denen, die immer gekommen sind, auch wo es nicht gelaufen ist, heute einfach auch mal hier so einen Pokal mit in die Kurve zu bringen. Welche Mannschaft würdest du deinen noch Kameraden und zukünftigen Fußballern, die du anfeuerst, wünschen in der ersten Runde? Mönchengladbach. Gewinnen unsere Löwen im Hessen-Pokalfinale gegen den VfB Gießen. Damit kommt der Pokal hier ins Kasseler Au-Stadion und damit auch ein Erst- oder Zweitligist, nämlich in der kommenden Runde. Enno Gede hat es schon gesagt, Mönchengladbach wäre schön. Wir würden uns aber auch mit den Bayern zufrieden geben. Und damit sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und wie immer bleiben Sie sportlich.